steigen die Immobilienpreise weiter? Und wie entwickelt sich der Hypothekarzins in den nächsten Monaten? Und wie hartnäckig ist eigentlich die Teuerung insgesamt? Das sind Themen, die wir heute Abend besprechen. Das und noch viel mehr. Herzlich willkommen, liebe Kundinnen und Kunden, geschätztes Publikum, zu einem weiteren Anlass der Berner Kantonalbank. Vor einem halben Jahr, im letzten Herbst, haben wir hier an diesem letzten Anlass darüber diskutiert, wie entwickelt sich das eigentlich? Welche Auswirkungen hat die Teuerung und die steigenden Zinsen auf den Immobilienmarkt? Und man kann sagen, diese Frage ist auch heute noch zentral, nämlich was machen Zentralbanken, was macht die SNB und wie entwickelt sich die Zinspolitik weiter? Wie nachhaltig ist die Zinswende, die wir im letzten Jahr gesehen haben? Die Hypothekarzinsen steigen stark, das haben wir gehabt. Wir würden aber gerne wissen, was macht die Nationalbank, was machen wir in Sachen Leitzinsen? Und die erste Frage, denke ich, geht direkt an euch daheim. Wir wollen euch auch fragen, wie eure Einschätzung ist. Am 22. Juni tut die SNB ihren geldpolitischen Entscheid kommunizieren. Und da, ihr seht es eingeblendet, könnt ihr eure Einschätzung abgeben, entweder QR-Code einblenden oder menti.com den Zahlencode eingeben. Und dann haben wir die zwei Fragen für euch. Erstens eben genau SNB. Was macht sie? Passt sie den Leitzins noch einmal an? Lässt sie ihn gleich? Und die zweite Frage, die tun wir gerade ein bisschen später miteinander diskutieren. Wie tun sich die Hypothekarzinsen in den nächsten zwei Jahren entwickeln? Auf diese Fragen gehen wir in ein paar Minuten ein. Probiert es, stimmt ab. Wir sind sehr gespannt auf eure Einschätzung. Heute wieder bei uns eine illustre Runde, die ich sagen kann. Und ich freue mich ganz besonders, dass ihr da seid. In der Mitte unser Gast, der Donatus Conamiglio, CEO des Immobilienberatungsunternehmens Jazzi. Partner von uns. Und ihr habt vielleicht diese Woche gesehen, wir haben den BKB Immobilienanlass publiziert. Eben genau in Partnerschaft mit Jazzi. Herzlich willkommen, Donato. Danke, Sie darf kommen. Donato, beim Thema Inflation hast du schon ein paar Mal gesagt, glücklich ist der, der Steine hat, der Immobilien hat. Du bist sozusagen von Amts wegen eigentlich fast verpflichtet, das zu sagen. Gibt es da irgendetwas, das deine Euphorie gleich einmal ein bisschen bremsen kann? Ja, es ist natürlich ein Kaufkraftverlust für die Leute. Und wenn ich an die Sparer denke, die freuen sich zwar über den Zins, aber wenn sie dann die Post im Migros merken, dass der Zins nicht reicht, um die Teuerung abzudecken. Von dem her ein Fakt, wenn ich Häuser habe, aber wenn ich keine Häuser habe, ist es eben ohne Stress. Über das reden wir. Wir sind schon gespannt auf deine sehr pointierte Analyse, die wir in ein paar Minuten nachher hören. In Sachen wirtschaftlicher Grosswetterlage haben wir ein spezielles Bild. Wir haben eine Arbeitsmarktsituation, die sehr stark ist, sehr robust ist. Die Arbeitslosenzahlen sind weltweit sehr, sehr tief. Also man kann sagen, das hat man seit Dekaden nicht mehr gesehen. Man hat das Gefühl, eben die Wirtschaft ist recht robust unterwegs und trotzdem hält sich hartnäckig die Annahme, dass wir eigentlich gerade vor einer Rezession stehen. Und meine Frage darum an dich, Noemi Capeller, bist du unsere Ökonomin und Anlagenstrategin, wie dunkel sind denn die Wochen wirklich am Konjunkturhimmel? Ja, also wenn man die aktuelle Situation anschaut, kann man sagen, es hat Wochen, aber sie sind im Moment noch weiss, es hat Wind. Aber natürlich ist es so, dass die Rezession schon lange erwartet wird. Wir reden mittlerweile schon von dieser Godot-Rezession, also die erwartete, die einfach nicht kommt. Und jeder denkt, sie kommt und sie kommt. Aber bis anhin, ja, eben gerade in der Schweiz sieht es im Moment einfach noch relativ gut aus. Die Sonne scheint noch. Ja, die Sonne scheint ist vielleicht übertrieben, aber das Wetter ist noch nicht gewitterhaft. Sehr schön, sehr schön. Merci vielmals. Wir hören auch deine Einschätzung zum gesamten, zur gesamten Lage später. Und bei uns am Tisch selbstverständlich auch der Marcel Oertle. Er ist Leiter vom Departement Privat- und Geschäftskunden und Mitglied von der Geschäftsleitung der Berner Kantonalbank. Herzlich willkommen auch dir, Marcel. Schön, bist du wieder da. Merci. Wir haben gefragt, die Zinsentwicklung, das ist ja für eine Bank sehr zentral, das ist klar. Wie gespannt blickst du jetzt so ein bisschen auf die SNB entscheiden? Also ganz zentral war natürlich letzten Herbst, wo die SNB das Vorzeichen wiedergekehrt hat. Also wir hatten jahrelang jetzt negative Zinsen gehabt. Das war für uns als BKB auch nicht ganz einfach gewesen. Letztes Jahr im Herbst hat das Vorzeichen eben wieder gekehrt und das hat auch bedeutet, dass das Geld jetzt so wieder einen Wert hat. Der Preis für das Geld ist wieder ins Positive gekehrt. Vorher hat wer Geld hatte, sogar müssen zahlen dafür. Also das ist dann der grosse Schritt. Jetzt für am 22. Juni, wenn die SNB sich das nächste Mal äußert zu den Zinsen,
geht der Markt, und ich würde auf das tippen, geht davon aus, dass der Leitzins um ein 4% wieder aufgehen wird, also von 1,5 auf 1,75. Das ist meine Prognose. Es ist nicht auszuschliessen, dass es so ein 0,5% könnte sein, also dass man auf 2% ginge. Was ich nicht denke oder als wenig wahrscheinlich anschaue, ist, dass die SNB gar nichts machen würde, dass es bei 1,5 würde bleiben. Wir haben gleich noch die Teuerung, die über 2% ist, und ich glaube, sie werden wieder einen Schritt machen. Okay. Ich würde sagen, wir sind auch gespannt, was ihr daheim genau zu diesem Thema sagt. Was macht die SNB am 22. Juni? Sie sieht es einblendet. Das Resultat kann man sagen, das Verdikt ist klar. die gehen mit dir einig. Also das sind doch einige, die sagen, das Viertel, die 25 Basispunkte, die sind am wahrscheinlichsten, gefolgt von 50. Und wie du auch gesagt hast, unverändert hat es gleich noch ein paar. Man sieht, es bewegt sich auch noch ein bisschen. Und eher unwahrscheinliche senkende Zinsen. Ich glaube, auf das Thema können wir dann noch mit der Noemi zu reden, was dort ein bisschen Prognose ist. Aber ich glaube, hier wenig überraschend. Oder was sagen meine Gäste sonst? Wie der Markt denkt. Das Publikum ist sehr repräsentativ, kann man so sagen. Genau. Wir haben ein paar Wetten am Laufen, intern, bankintern. Das ist auch immer ein bisschen lustig, wenn man sieht, wie sich das entwickelt. Merci vielmals. Und ich würde sagen, dir daheim, das war eine Frage, die wir gestellt haben. Selbstverständlich könnt auch ihr dir uns Fragen stellen. Ihr seht im Chat, könnt ihr das eingeben. Das kommt hier bei mir rein. Und ich sehe nachher, was euch interessiert, was euch unter den Nägeln brennt. Und das werden wir selbstverständlich probieren zu beantworten in der nächsten Stunde. Jetzt würde ich sagen, wir haben die Fragen in dem Sinn geklärt. Wir haben nur eine zweite Frage vorher eingeblendet. Und das würden wir gleich gerne auch wissen, euch als Publikum, die Hypothekarzinsen, die natürlich automatisch auch mit dem Leitzins zusammenhängen. Wie entwickeln die sich? Ihr seht es nochmal eingeblendet in den nächsten zwei Jahren. Was ist dort eure Einschätzung? Steigen sie, bleiben sie gleich? Da sind wir gespannt. Das werden wir auch in ein paar Minuten anschauen. Stimmt dort ab. Das freut uns, wenn ihr euch das Feedback uns gebt. Anfangs, Marcel, ich würde sagen, dir würde ich gerne das Anfangswort geben, einfach um eine grobe Einschätzung zu geben, wie du die Situation siehst. Ich glaube, deine Einschätzung ist dort auch sehr spannend. Ja, wir haben es vorhin gesehen, die Zinsen waren jahrelang sehr tief. Wir hatten Negativzinsen, das war bei den Hypotheken nicht gerade im Negativen, aber wir haben ganz viele Hypotheken, die ein Null vor dem Komma haben. Und wir haben unseren Kundinnen und Kunden in den letzten Jahren wirklich auch empfohlen, die Phase nutzen, euch auch längerfristig eure Hypothek fixieren. Und wir haben bei der BKB Stand jetzt über 90% der Hypotheken, die fest sind, Festzinshypotheken sind. Vor einem Jahr waren es sogar über 95%. Wer eine Festhypothek hat, der schläft jetzt nach wie vor gut, trotz steigender Zinsen. Der kann noch weiterhin günstig, sehr günstig in seinem Eigenheim leben. Also die Person hat kein Problem. Wer eine Saron-Hypothek hat, der spürt jetzt eine allfällige oder die erwartete Zinserhöhung wieder unmittelbar spüren. Also bei der Saron-Hypothek, vielleicht schnell zum Erklären, der Saron ist so ein Schweizer Referenzzinssatz, der sehr nah an dem SNB-Leitzins ist. Also ist im Moment ganz leicht unter den 1,5%. Das ist wie die Basis. Und darauf kommt eine Marge, die man zwischen Kunden und Bank vereinbaren. Die spiegelt so ein bisschen die Bonität des Kunden. Spiegelt auch die Belehnung des Objekts, die Qualität des Objekts, hat sicher auch einen Einfluss, was für eine Geschäftsbeziehung das wir mit einem Kunden haben. Also dort, wo wir eine Hauptbankbeziehung sind, können wir auch im Preis noch etwas mehr entgegenkommen. Und die Saron-Hypothek grundsätzlich, kann man sagen, ist so ein wie die moderne variable Hypothek, die man früher kennt hat. Das ist heute eigentlich die Saron-Hypothek. Und der Name sagt es, die ist basiert auf dem Saron, ist eben ein variabel. Und darum, wenn die Zinsen hochgehen, gehen dort auch die Zinsen hoch. Aber immer noch relativ moderat. Also wir reden von 2-3%. Also ja, im ganz langjährigen Vergleich immer noch gut. Wo gehen die Zinsen her? Künftig, da muss man, oder wenn jetzt die Zinsen hochgehen, allenfalls am 22. Juni, was passiert mit den Hypothekarzinsen? Wie erwähnt, die Saron-Hypothek wird ein bisschen teurer, wenn das passiert. Die längerfristige Hypothek, da kommt sicher Noemi nachher noch drauf. Das ist wie eine andere Geschichte. Die hängen von den langfristigen Zinserwartungen ab.
was jetzt kurzfristig passiert, hat nicht unbedingt einen Einfluss auf eine 10-jährige Festhypothek. Also dort gehen wir davon aus, dort wird es keine grosse Bewegung geben, auch wenn die SNB-Zinsen wieder höher. Muss jetzt jemand nervös werden, wenn die Zinsen steigen? Muss er nicht, weil eben, wir sind jetzt bei 2-3% vielleicht für eine Hypothek. Wir tun ja seit Jahren alle Banken, wir bei der BKB, jede Hypothek auch durchrechnen für einen Kunden mit 5%. Wo man schaut, ist die Hypothek, das ist das Eigenheim, immer noch tragbar, wenn, die Zins, wenn der Zins mal auf 5% aufgeht. Das machen wir nicht nur für uns, das machen wir auch natürlich für einen Kunden, weil wir haben kein Interesse, dass der Kunde plötzlich ein Problem bekommt, wenn die Zinsen steigen. Wir wollen, dass der Kunde, Kundin kann langfristig Freude haben an ihrem Eigenheim. Und darum haben wir das immer mit 5% gerechnet. Zeitweise sind wir ein bisschen, als Bank ein bisschen, fast ein bisschen angeschossen worden. Gesagt, die Zinsen sind so teuer, von 5% wird es nie mehr aufgehen. Ihr macht da eine komische Berechnung. Heute sind wir bei 2-3%. Ich würde nicht die Hange ins Feuer legen, dass wir nicht wieder mal auf 5% können gehen. Darum ist das sicher eine gute Berechnung. Alle haben wir mit 5% gerechnet. Und durch das eben, sage ich, muss eigentlich niemand nervös werden. Was wir spüren, ist, dass die höheren Zinsen schon einen Einfluss haben auf den Markt. Also wir spüren das bei uns bei der BKB, dass wir jetzt im 2023 ein tieferes Hypothekarwachstum haben als im letzten Jahr. Das hat einerseits den Ursprung, dass wir letzten Sommer uns entschieden haben, dass wir auch von uns aus ein bisschen bremsen, dass wir gewisse Sachen, Hypotheken bewilligen, die überall am Limit oder über dem Limit sind, bezüglich Tragbarkeit, Belehnung, dass wir die Änder nicht mehr machen wollen. Das hat man auch ein bisschen bremsen. Wir sehen auch, dass der Markt an und für sich ein bisschen an Dynamik verloren hat. Man konnte kürzlich in der NZZ am Sonntag lesen, dass bezüglich Einfamilienhäuser, dass dort rund etwa ein Viertel weniger gehandelt wird als noch vorher. Also man spürt, das hat schon dazu geführt, dass die Leute sich gut überlegen, ob ich wirklich ein Eigenheim kaufe, ist der richtige Zeitpunkt. Miete, wo vorher mir den Leuten fast gesagt hat, bist fast blöd, wenn ein Haus mietest oder eine Wohnung. Du es lieber kaufen, es ist günstiger, das hat sich wieder gekehrt. Heute ist Miete wieder durchaus attraktiv. Also es sind alles Faktoren, die dazu führen, dass sich der Markt ein bisschen beruhigt hat. Und vielleicht noch das Letzte, was wir auch in dieser Teufelszinsphase gesehen haben, sind die sogenannten Buy-to-Let-Liegenschaften. Also jemand, der Geld hatte zum Anlegen, vielleicht nicht in die Börse wollte, nicht in Aktien wollte investieren, hat gesagt, ich kaufe einfach noch eine Eigentumswohnung beispielsweise, die vermieten und das gibt mir gute Rendite. Auch in der Erwartung, dass die Immobilienpreise noch weiter raufgehen. Und jetzt, wo die Immobilienpreise, werden wir dann später hören, vielleicht ändern sich seitwärts bewegen, die Zinsen nicht zu hoch sind, ist es inzwischen relativ schwierig, dass man so eine Rendite, eine gute Rendite erzielen kann. Und der Markt ist fast ein bisschen zum Erliegen gekommen. Merci vielmals, Marcel. Ganz viele Stichworte auch, viele Themen, die du jetzt gerade angeschnitten hast, die wir die Möglichkeit werden haben, nachher zu vertiefen. Merci vielmals schon mal für die einleitende Wort. Wie gesagt, stellt uns Fragen. Die ersten kommen rein. Wir probieren die wirklich zu beantworten. Bevor wir jetzt zu der Noemi gehen, würden wir gerne einen Blick darauf werfen, auf die zweite Umfrage, die wir euch wir gefragt haben. Wie seht ihr das daheim? Hypothekarzins steigen. Was macht das in den nächsten 2 Jahren? Wie ist die Entwicklung? Und ihr seht es eingeblendet. Es ist im Vergleich zum anderen ein bisschen durchzogeneres Bild. Steigen sie jetzt weiter, bleiben sie stabil. Ich glaube, sinken, das ist ohne Überraschung der kleinste Anteil hier von euch, der daheim abgestimmt hat. Ich würde sagen, auch das überraschend weniger. Ja, ist schon ein bisschen Markt entgegen. Oder? Weil eigentlich, wir gehen die Änder von sinkenden Zinsen aus, langfristig. Und darum ist es jetzt ein bisschen ein anderes Bild. Aber ich glaube, es ist sicher eine realistische Einschätzung von unseren Kunden. Also es deckt sich eigentlich auch so ein bisschen mit meiner Meinung. Es ist immer gut, wenn man eher mit dem Schlechten rechnet. Von dem her bist du positiv überrascht, wenn es anders kommt. Aber ich kann gleich sagen, die Hälfte denkt stabil bis weiter steigend. Das ist so das. Und ich denke, die Berner haben recht, aber wir sehen es ja dann. Und gleich eben der pessimistische Blick, oder? Also wenn man jetzt zurückschaut, auf anderthalb Jahre, Anfang 2022, wo man fast nur eine 10-Jährige zu einem knappen Prozent abschliessen konnte, jetzt sind wir fast bei 3%. Ich glaube, das hat schon ein bisschen geprägt, die Leute. Das eben auch, du wirst zu dem auch noch ein bisschen dazu etwas sagen. Also, merci vielmals daheim für euer Feedback dort.
Ich würde sagen, Noemi, über zu dir. Die Ausführungen, glaube ich, kannst du jetzt noch ein bisschen vertiefen, damit wir ein bisschen mehr Fleisch im Knochen haben und nachher noch diskutieren können. Bitte. Genau. Merci vielmals. Du hast mich anfangs gefragt, ja, wie ist die Grosswetterlage? Ich würde es so ein bisschen als Herbststimmung beschreiben, wenn wir jetzt ein Bild machen. Wir haben Wolken, Blätter fallen ab, es gibt Wind. Der Winter steht bevor. Der kann aber auch mild sein. Aber wir haben eigentlich schon schöne Tage. Oder? Und darum, es ist ein, so ein, bisschen ein durchmischtes Bild, das wir im Moment haben. Und zur Analyse, wie das, oder wo das wir uns aktuell befinden, orientieren wir uns gerne an verschiedenen Zyklen. Ein Zyklus ist eigentlich wie eine Pendelbewegung, die schlägt mal gegen oben aus. Das heisst, wir haben eine Boomphase. Oder der kann mal runterfallen, wenn wir eher ein rückläufiges Wachstum haben. Der tut sich entlang von einem Trend bewegen. Anhand von verschiedenen Indikatoren analysieren wir jetzt, analysieren, okay, wo befinden wir uns im Zyklus. Weil das hilft uns nachher zu sagen oder zu analysieren, woher gehen wir oder was, wie können wir uns festlegen, wenn wir jetzt auf unsere Investmentstrategie machen oder eben wenn wir die Analyse machen, wie das sich die Zinsen weiterentwickeln. Aktuell befinden wir uns in einer Straffungsphase. Was bedeutet das? Wir haben eben steigende Leitzinsen, wir haben noch ein positives Wachstum, wir haben einen stabilen Arbeitsmarkt und wir haben Aktienmärkte, die sich ja, seitwärts bewegen zur Zeit. Anfangsjahr waren sie doch noch positiv gewesen. Wir gehen davon aus, dass das Wirtschaftswachstum im 2023 etwa 0,5% wird sein. In der Schweiz und wir gehen davon aus, dass auch das Wachstum sich weiter so ein bisschen ins 24 wird rausziehen, dass wir etwa bei 1% sind. Also das heisst, wir haben ein stabiles Wachstum, es ist nicht extrem hoch, aber es ist nach wie vor vorhanden. Also wir gehen aktuell nicht von einer Rezession aus. Es gibt natürlich Risiken, die diese Prognose könnten gefährden in dem Sinn. Und da haben wir zwei Punkte. Und einer davon ist die geopolitische Situation in China. Wir haben dort gewisse Handelskonflikte, die wieder aufflammen könnten, sei das mit den USA, mit Taiwan, die natürlich sehr schwierig einzuschätzen sind und die natürlich grossen Einfluss hätten auf unsere konjunkturelle Entwicklung, gerade in der Schweiz, aus sehr Binnenland, das sehr exportorientiert auch ist. Die zweite Thematik, und das ist das Hauptthema ja von heute, ist die Inflation. Wenn jetzt die Inflation nicht so zurückkommt, wie es eigentlich erwartet wird und auch von der Nationalbank eigentlich gewünscht ist in ihrer Preisstabilitätsaufgabe, dann könnte es natürlich dazu führen, dass wir hier doch noch eine viel dunklere Wolke am Himmel haben. Auf der linken Seite habe ich das noch ein bisschen bildlich dargestellt, was ich jetzt beschrieben habe mit dieser Zyklusanalyse. Jetzt möchte ich wirklich ins Thema hineintauchen und schauen, okay, Inflation und Zinsen. Wir haben gestern sind die neuesten Inflationszahlen rausgekommen. Mir war eigentlich erleichtert, gesagt, ja, sie kommt zurück, super. Kerninflation 1,9 oder knapp 2%, Gesamtinflation bei 2,2%. Ja, wir haben sicher eine richtige Richtung, aber es ist nach wie vor nicht so, dass wir sagen können, wir haben eine Entspannung auf der ganzen Front. Also dort haben wir sicher noch Herausforderungen, die uns in den nächsten Monaten werden beschäftigen und die eben genau auf Zinsentwicklungen Einfluss haben. Die Leitzinsen sind im Moment 1,5%. Wir haben es schon diskutiert, am 22. Juni wird es dort eine Veränderung sehr wahrscheinlich geben. Jetzt, auf was basieren Hypothekarzinsen oder wie bewegen sich die? Es ist so, dass die Hypothekarzinsen sich eigentlich am Geld- und Kapitalmarkt orientieren, kann man grosso modo sagen. Der Geldmarkt ist eigentlich der Markt, der am kürzeren Ende ist. Das heisst, Anleihen von 0 bis 1 Jahr beinhalten die. Und die sind sehr stark geprägt durch die Geldpolitik der Nationalbank. Also wenn die sich verändert, wenn man dort eine Leitzinserhöhung hat, dann verändern sich eben dort auch die kurzen Zinsen. Das hat der Marcel in seinen Ausführungen schon beschrieben. Nachher haben wir den Kapitalmarkt, der befasst eigentlich oder umfasst alle Anleihen, die 1 bis 10, 20 oder teilweise auch 30 Jahre beinhaltet. Und die orientieren sich eben an den Erwartungen, an den Zinserwartungen vom Markt, sprich auch an der konjunkturellen Entwicklung. Darum habe ich eingehend also ein bisschen gesagt, okay, wie sehen wir die konjunkturelle Situation? Jetzt kann man den Geld- und Kapitalmarkt zusammenfassen, ihre Zinskurve. Die Zinskurve widerspiegelt eigentlich zu verschiedenen Laufzeiten. Das ist jetzt hier auf der Grafik dargestellt. Wie dass sich zu einem bestimmten Stichtag
die Zinsen aktuell wie die etwa liegen. Und wir sehen jetzt hier in Lindgrün dargestellt, das ist eine normale Zinskurve. Die ist so, dass sie kurze Zinsen sind tiefer als die langen Zinsen. Das ist normal im Sinn von, wenn ich als Kreditgeber ja jemandem mein Geld geben, dann will ich ja eine höhere Entschädigung, wenn ich länger das Geld gebe, weil ich habe ja Risiken, wie zum Beispiel die Inflation oder auch steigende Zinsen. Und darum ist das so ein bisschen die normale Situation. Nachher hat man eine Situation, wo eine inverse Zinskurve vorhanden ist. Das ist dann, wenn die kurzen Zinsen höher sind als die langen Zinsen. Das ist die Situation, die wir aktuell haben. Das bedeutet jetzt, Marktteilnehmer, das ist das, was ich vorher kurz angesprochen habe, gehen eigentlich davon aus, dass eine Rezession wird kommen oder dass wir eine Zinssenkung werden haben. Die Zinskurve, warum beschreibe ich euch das, ist eigentlich auch wie ein Thermometer für Wirtschaft. Historisch gesehen hat die Zinskurve eigentlich angezeigt, wenn eine Rezession eintrifft, und zwar 6 bis 12 Monate, nachdem dass sie eben invers ist worden. Das heisst, die kurzen Zinsen höher waren als die langen. Jetzt habe ich viel über Zinskurven erzählt. Ich werde jetzt gleich noch auf den Hypothekarmarkt kommen, damit wir das hier schliessen können. Ich habe gesagt, der Hypothekarmarkt oder die Zinsen orientieren sich eben am Geldmarkt und am Kapitalmarkt. Wenn jetzt eben die Erwartung ist, dass die Zinsen steigen, dann steigen natürlich auch die Hypothekarzinsen. Und was ja spannend ist, ist, gerade letztes Jahr sind die Hypothekarzinsen schon im Januar gestiegen, aber die Leitzinsen erst im Juni. Das heisst, die Marktteilnehmer haben eigentlich Zinserwartungen eben widerspiegelt im Hypothekarmarkt. Und man hat dort schön können beobachten, dass eben die Festzinshypotheken plötzlich sehr stark angestiegen sind. Wie ist die Zukunft? Wir gehen davon aus, dass die Inflation eher hartnäckig wird sein und dass eben noch ein weiterer Zinsschritt könnte kommen. Das haben wir hier dargestellt mit der grauen Linie. Das ist die SNB-Leitzinsen in gestrichelter Form. Da gehen wir davon aus, dass wir per Ende Jahr etwa 2% werden erreichen. Und wir gehen davon aus, dass das in den nächsten 1 bis 3 Jahren so etwa dürfte bleiben. Das heisst auch, dass wir für den Hypothekarmarkt davon ausgehen, dass wir dort eine Seitwärtsentwicklung werden haben, im Rahmen eben von dieser 10-jährigen Hypothek, die ich jetzt hier abgedreht habe, wo wir eben sagen, so zwischen 2,75 und 3,25%, wo sich das Ganze etwa dürfte bewegen, wenn wir nicht irgendwelche eben Schock haben, die natürlich da einen deutlichen Einfluss haben. Ihr denkt jetzt vielleicht alle, okay, ja, eigentlich hätte ich gerne jetzt eben tiefere Hypothekarzinsen gehabt, weil ich muss ja eben jetzt gerade meine Hypothek verlängern. Wenn man es historisch anschaut, ist es gar nicht einmal so, so hoch, wenn man es eben betrachtet, wie es zum Beispiel in den 80er, 90er Jahren war oder sogar in der Finanzkrise. Dann hat man auch schon höhere Zinsen gehabt. Also hier muss man sagen, ja, wir sind höher. Wir müssen uns, glaube ich, auch langsam an ein Umfeld gewöhnen, das wieder höhere Zinsen dürfte haben. Und an ein Umfeld, das vielleicht auch eine höhere Inflation hat, weil man natürlich verschiedene Faktoren hat, sei das der Arbeitsmarkt, der sehr eben stabil und robust ist. Wir haben sicher Fachkräftemangel, der natürlich hier auch seinen Beitrag noch dürfte leisten, dass eben die Inflation erhöht könnte bleiben. Was heisst jetzt das für jemanden, der eine Hypothek hat? Oder eine neue müsste ich abschliessen, besser gesagt, weil die ja eine haben. Das hat ja der Marcel gesagt, die haben eigentlich nicht so ein Problem. Also Problem, die ja, können sich im Moment noch beruhigt zeigen. Wir empfehlen im Moment den Kunden eigentlich eine Staffelung, wo wir sagen, okay, etwas am kurzen Ende, das heisst eine Saron-Hypothek, einerseits und andererseits vielleicht eine 2- oder 4-jährige Hypothek, weil wenn ich eine Saron-Hypothek habe, kann ich mich eigentlich von den Zinsrisiken in dem Sinn absichern, weil wenn jetzt die Zinsen würden sinken, dann habe ich eigentlich hier den Vorteil, dass ich die Entwicklung mitmache. Klar habe ich natürlich das Risiko von einem steigenden Zinssatz. Wenn jetzt aber und der zweite Teil, wenn ich sage, okay, ich habe nachher noch einen fixen Teil dazu, dann tue ich mich absichern gegenüber steigenden Zinsen, was auch natürlich immer wieder kann eintreffen. Oder? Also darum, hier empfehlen wir wirklich eine Staffelung, aber das ist sehr individuell auch zu definieren. Wenn jemand gerne weiss, wie viel dass er die nächsten 10 Jahre zahlt, dann ist in jedem Zeitpunkt immer die 10-jährige Festhypothek eigentlich das, was man
sollte haben. Eingangs war die Frage, Zinswende, lang und hoch oder tief und kurz. Hier kurz zusammengefasst, lang und hoch relativ gesehen. Merci vielmals, Noemi, für deine Ausführungen. Du hast, ich habe beobachtet, was für Fragen es reinkommt. Du hast wirklich fast können check the box sehr viele Sachen können beantworten. Eine der drängendsten Fragen, die ich merke, die reinkommen, ist wirklich, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich eine Refinanzierung, die ansteht, seit das nächste Jahr, Anfang nächstes Jahr, wenn gar nicht das an. Aber eben vor allem, was mache ich jetzt? Gehe ich auf Saron, gehe ich auf Fuchshypothek? Also von dem hast du das schon recht viel können beantworten. Wir bekommen viele Fragen mit sehr spezifischen Einzelfällen. Die können wir natürlich nicht alle jetzt individuell aufnehmen, aber ich glaube, du hast schon gut können schildern, welche Überlegungen das sicher relevant sind, wo man sich muss die Frage eben stellen muss, die Antworten können geben über die einzelnen Situationen von diesen Fällen. Also von dem her, merci vielmals schon mal das. Und gleich, der Trend ist auch mehrmals jetzt gefragt worden, Inflation, 2% sei das Ziel quasi von der SNB. Mit was rechnen wir so in den nächsten 2 bis 3 Jahren? Die Frage ist auch jetzt zweimal jetzt noch reingekommen. Ja, also wir rechnen schon damit, dass die Inflation höher bleibt als im Rahmen von 2%. Also wir gehen nicht davon aus, dass die jetzt gerade deutlich drunter wird kommen. Das kann man sagen, weil es verschiedene Faktoren hat, wie Mieten, die eben im Herbst auch werden steigen. Wir haben Energiepreise, die teilweise immer noch erhöht sind. Wir haben aber auch eine deutliche Verbreiterung gesehen, sei das in Lebensmitteln, sei das in Dienstleistungen. Also wir haben dort schon viele Punkte, die eigentlich eher Inflationsdruck geben und nicht rausnehmen. Das ist so ein bisschen der Punkt, den man beobachten muss. Und nachher ist es natürlich auch so, wir kommen auf den Sommer zu. Man muss auch schauen, dass der Schweizer Franken sich hier nicht abwertet. Die Nachfrage nach Euro wird natürlich grösser. Und dann könnte es natürlich auch wieder sein, dass wir Inflation importieren. Das war ja vor allem letztes Jahr auch ein grosses Thema. Also dort, der Druck wird nicht unbedingt kleiner, wenn man so schnell. Du gehst sehr schnell vorwärts. Genau. Wir müssen ganz schnell bei diesem Tiefhauskreis bleiben. Oder? Wir haben hohe Inflation, die Leitzinsen werden erhöht. Das ist das Logische, was macht die Nationalbank. Durch das steigen die Hypothekarzinsen, ergo ist der Referenzzins unter Druck, respektive der Referenzzinssatz, der jetzt angepasst wurde. Damit haben wir höhere Mieten, die man einfordern kann und damit wieder eine Teuerung. Der Tiefhauskreis, wie kann man den unterbrechen? Wenn man nicht mehr konsumiert. Also, ich glaube, das ist schon der Punkt. Also, wenn die Idee, wenn die Preise steigen, muss man sich zu einem gewissen Mass einschränken im Konsum. Und das führt dazu, dass man eigentlich eine Rezession oder eben ein abflachendes Wirtschaftswachstum hat. Und durch das kommen die Preise nachher in der Regel wieder zurück. Also das ist so ein bisschen, ja, das, was man sich auch erhofft. Und was natürlich jetzt auch der Punkt ist, ist, die Preise werden auch akzeptiert am Markt. Also Preiserhöhungen werden. Der Kampf ist heute nicht mehr so gross, der Wettbewerb. Und der wird sich dann auch eben mit einer abflachenden Wirtschaft wieder ja, so ein bisschen. Also SNB toleriert das natürlich auch eben genau das Level zu gehen. Genau. Man muss auch ein bisschen mit Nebenwirkungen rechnen, wie mit dem Medikament. Also wenn man das Kopfweh mit nimmt, ist es einfach so eine Liste von Nebenwirkungen. Aber das Kopfweh ist dann weg und das wollen wir ja wegbringen. Aber das Kopfweh ist eben Inflation. Gewisse Risiken geht man Sinn. Bewusst ein. Absolut. Super. Also wir haben ganz viel Material noch zum Diskutieren. Es kommen weitere Fragen, die ich gerne sammle. Ich würde sagen, bevor wir zur grossen Diskussion gehen, der Donato hat es schon angetönt in ein paar Sätzen. Wir haben die neuesten Zahlen vom Immobilienmarkt hier in der Region Bern, von unserem Marktgebiet, gestern publiziert im BKB Immobilienbarometer. Und es freut mich jetzt ganz besonders, dass der Donato das quasi aus erster Hand hier kann erzählen kann, wie sich das entwickelt hat. Ja, gerade vorweg, all die das Gefühl haben, es gäbe jetzt Bauungen für einen halben Preis, ein schönes Haus, die muss ich enttäuschen. Es gibt so nicht Sittigen, es gibt so nicht Muri, es gibt so nicht Ostermundigen. Also es ist nicht so, dass es jetzt einfach gratis würde. Von dem her, man muss immer noch Geld haben, muss eine gute Bank haben, die einen beratet. Aber wenn wir ein bisschen zurückschauen, muss ich sagen, vielleicht ein Jahr zurück und lassen wir mal die Immobilien weg, dann muss ich mal sagen, alle haben Kohle verloren, Anwesende vielleicht nicht, aber alle anderen haben Geld verloren. Ihr seht es dort, Aktien sind im Keller, Oblis sind im Keller, alles ist sich im Keller gesammelt, wo ich gar nicht für möglich gehalten habe, dass man sich dort trifft. Es hat sich dann ein bisschen erholt und dann, und das hat noch nichts mit Immobilien zu tun, sondern das ist einfach das Geld, das irgendwo parkiert war. Und dann habe ich gedacht, grüsiger kommt es nicht mehr.
lassen wir das letzte Jahr hinter uns, freuen wir uns über das positive neue Jahr. Und dann kommt natürlich das. Und da bin ich wirklich froh, muss ich dort nicht auf diesen Stühlen sitzen, weil das ist jetzt wirklich etwas gewesen, was ich nicht für möglich gehalten habe, dass man kann, über ein Wochenende so eine Bank auflösen kann. Und das hat viel mit Vertrauen zu tun. Das hat mit Vertrauen zu tun, das einfach nicht mehr da war. Und eine Bank lebt vom Vertrauen. Und darum muss ich den Werbespot machen. Die Tatsache, dass der hier eine Bank hat, wo die Leute kennen, wo die klopfen können, sind immer noch die gleichen Leute. Du siehst sie, du triffst sie noch. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allem gerade so in einer Situation, wo die Leute plötzlich Angst haben bekommen. Also, wir kommen aus einer Zeit heraus, wo an der bösen Geld verloren gegangen ist, wo das Vertrauen verloren gegangen ist, wo das Geld weniger Wert hat. Was heisst Inflation? Inflation heisst einfach, dein Vermögen verbrennt. Und das ist eben das, was ich vorhin gemeint habe. Das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen nicht, dass die Leute verarmen. Und darum muss man volles Rohr dagegen haben. Und das machen ja alle Kollegen, indem sie den Daumen hochgehauen haben. Er hat gesagt, du musst hochgehen. Und der Professor Dr. Jordan hat natürlich nachgezogen und hat auch gesagt, du musst hochgehen. Und das macht er ja nicht einfach, weil er Freude hat, dass wir mehr zahlen müssen. Das macht er, weil er eben gerade nicht will, dass die Inflation wie eine Krankheit sich um sich greift. Und darum muss man mit dem Zins rauf, um wie die Feuerwehr da das Feuer zu löschen. Und ich wünsche ihm, dass ihm das auch gelingt. Das heisst aber was? Das heisst einfach, das Leben wird teurer. Ob ich jetzt Mieter bin oder Hauseigentümer, ist einfach Wurscht. Es wird für alle teurer. Das ist die Situation. Und für euch so ein bisschen Faustregel zu geben, nimm der Thomas Jordan plus 0,5%. Dann weisst du, wo der Saron ist. Ich weiss jetzt nicht, wie ihr den Preis macht. Aber das ist so eine Richtgrösse. Vielleicht ist es dann noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Das ist ja dann abhängig von ihrer Bonität und vom Gespräch mit der Bank. Und dort ist was vorausgesehen. Ihr habt es selber gesagt, es wird noch etwas teurer. Ist es schlimm, dass es noch etwas teurer wird? Nein, eigentlich hättet ihr ja schon, und da rede ich jetzt von mir, die Zeit sollen nutzen, um amortisieren. Wir haben ja, als ich die Hypothek bekommen habe, gesagt, du musst 4-5% können zahlen. Nein, alle genickt. Anwesende jetzt mal ausgenommen, oder die hat vielleicht doch genickt. Ich habe genickt und auch, ich habe fast sparen. Und das Sparen war bei mir so, dass jetzt drei Autos mit Wechselnummern vor der Hütte stehen. Wenn man sich überlegt, welches Auto ich wieder zurück gebe, ich muss amortisieren. Also, ihr habt sicher gespart, das finde ich sensationell. Aber ich kann euch sagen, ich habe viele Kollegen, die nicht gespart. Und das ist eigentlich ein Fehler, weil 2,2 im Saron ist noch nicht viel. Wir hatten mal Zinsen von 7. Und jetzt können wir sagen, 7, und so, 7, das ist viel. Aber heute ist natürlich 3 auf einer 2 Millionen Hütte. Fast 6 auf einer 1 Million heute. Wir haben natürlich andere Preisniveaus heute. Also von dem her, meine Empfehlung ist, hört eurer Bankerin und eurem Banker zu. Und das, was ich euch empfehle, ist im Fall nicht so schlecht und bewährt sich. Jetzt all die, die Mehrfamilienhäuser hatten, die haben natürlich nur einen Sonnenschein gehabt. Ihr seht es auf dieser Grafik. Mit allem haben wir Geld korrigiert. Ihr seht es am hinteren Ende. Die Immobilien-AGS sind runtergekommen, die Immobilienfonds sind runtergekommen, die Aktien sind runtergekommen. Alles ist runtergekommen. Und nachher kommt das grosse Wunder von Bern. Das Einzige, was nicht runtergekommen ist, sind eigentlich die Immobilienwerte. Und das sehen wir dort. Wir haben dort eine irrsinnige Geschichte in den letzten 22 Jahren nur gegenüber gehabt. Und da muss man vielleicht unterscheiden. Eins sind die Bewertungen bei den grossen Gesellschaften, die sind nicht runtergekommen. Die Börse ist runtergekommen. Das ist im Fall nicht das Gleiche. Die Börse hat sofort korrigiert. Aber die Bewertungen bei den grossen Kunden bei uns, die haben noch nicht korrigiert. Und da rede ich jetzt nicht von Einfamilienhäuschen, sondern von Renditenliegenschaften. Die haben noch nicht gross korrigiert. Und die Abwertung, die eigentlich fällig wäre, da hofft natürlich jeder, dass er die nicht machen muss. Wieso hofft er das? Weil er sagt, ja, jetzt hast du ja Inflation. Und wenn du Inflation hast, dann kannst du ja das überwälzen auf den Mieter. Bei einem Bürogewerbe kannst du ja 80% überwälzen. Das hilft dir eigentlich. Und jetzt kommt ja noch der ominöse Referenzzins, der ja offen ist. Und was heisst das? Das heisst, bei der Hälfte von euren Mietverträgen könnt ihr zwischen 3-6% Miete erhöhen. Das stützt ja die Immobilien wieder. Also von dem her kann ich sagen, die grosse Wertkorrektur bei den Renditenliegenschaften, die haben wir noch nicht gesehen. Vielleicht ist es 3-4%, aber sicher nicht 10%, wie man es erwarten konnte. Und zudem hilft natürlich die Mietzinserhöhung,
die ja nicht die letzte wird sein, es werden ja dann noch ein paar hinten nachkommen, die Werte dort recht stabil zu halten. Jetzt viele von euch haben vielleicht nicht ein Mehrfamilienhaus und sagen, ja, ich habe ein Einfamilienhäuschen, wie sieht es dort aus? Ich habe es gesagt, es gibt nichts gratis. Es hat noch nie etwas gratis gegeben im Immobilienbereich, es wird es auch nicht gratis geben. Ihr seht die Entwicklung, sie wird nicht mehr so stark. Wir haben dort im Kanton Bern noch 1,6% gehabt, das ist ja schon grösser gewesen, aber wir messen auch nicht einen grossen Absturz. Und das werden wir auch nicht haben. Wir haben viele Objekte auf dem Markt, aber wenn du nicht musst verkaufen, wieso sollst du verkaufen? Also du kannst ja warten. Und entsprechend sehen wir dort halt auch Preisentwicklungen in den einzelnen Regionen. Also die Karte liest man so, dort wo es rot ist, ist es stark rauf, und dort wo es grau ist, weniger, und dort wo es blau ist, wäre es der See für die, die es nicht erkennen. Aber Achtung, das ist kein Preisniveau. Aber die sieht dort 4,5% in den letzten 12 Monaten, vor allem in den touristischen Regionen. Die russischen Regionen haben natürlich profitiert. Wieso haben sie profitiert? Wir haben uns ja im Covid alle versteckt dort oben. Wir waren froh, dass wir irgendwo in Grindelwald arbeiten kann und nicht aus Bern oder in Bümplitz im Büro sitzen. Und da hat natürlich der Markt profitiert. Und was man auch sagen kann vom Tourismus, die Touristen sind wieder da. Also wenn ihr dort den Käfer seht, dort Corona-Käfer, dort ist es runter. Aber heute ist jetzt einfach wieder Feriendestination Berner Oberland. Und das ist natürlich eine super Sache für all die, die dort das Gewerbe haben, für all die, die arbeiten. Aber nicht nur die Tourismusregionen sind eigentlich recht gut gelaufen, sondern alle Regionen im Kanton Bern. Ich sehe es hier grafisch gesehen. Und man sieht jetzt auch gerade Obersimmental-Saanen, dort die zweite Kiste rechts, wenn ihr die Kurve schaut, das ist ja ab wie Tragete. Also von dem her, der, der dort irgendein Häuschen hatte oder eine Ferienwohnung, und das konnte finanzieren und das konnte besitzen, der hat natürlich massiv profitiert. Jetzt, wenn man aufs Niveau schaut, muss ich sagen, im Kanton Bern, muss ich sagen, unter 2 Millionen in Bern kannst du es vergessen. Also für ein Häuschen von irgendwie 140 Quadratmetern, das ist also nicht riesig, zahlst du also auch schon 2 Millionen. Und das musst du zuerst haben, um das zu finanzieren. Also das sind stolze Preise. Und man sieht es da sehr gut, wie teuer die Niveaus sind im ganzen Kanton Bern. Also das sind stolze Preise. Also wir haben auf der einen Seite haben wir eben noch nicht den Crash, wo alle irgendwie das Gefühl haben, darauf warten. Ich warte persönlich nicht drauf. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir bauen natürlich nicht mehr viel. Und dann reissen wir dann noch Sachen ab, das kommt dann noch dazu. Und das seht ihr auf dieser Grafik da. Das ist die Einfamilienhäuser im Kanton Bern, die da gebaut worden sind. Die kannst du fast persönlich begrüßen. Da reden wir von 485. Das bringst du also noch her, dass du überall vorbeigehst, gehen Leuten. Und auf der anderen Seite reissen wir euch Häuschen noch ab. Also das heisst, es kommt doch fast nichts neu dazu auf den Markt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe nicht Angst, dass eure Häuser, egal wo, jetzt morgen 20% weniger wert sind, sicher nicht. Er hat bald gesagt, lasse jeden zum Nacht ein. Das nehme ich aber gerade zurück, weil es könnte ein bisschen teuer werden, wenn es dann gleich nicht so wäre. Vielleicht noch etwas zu der Bevölkerung wie in diesem schönen Kanton Bern. Dort haben wir ja immer das Gefühl, du, das geht Post ab. Es hat viele Leute. Ja, es hat viele Leute. Das ist kein Thema. Aber wenn man dann her schaut, woher die Leute kommen und was das für Leute sind, dann kann man sich ein bisschen differenzieren. Und wieso sage ich das mit den Leuten? Weil wenn es niemand hat, der die Häuser will in Zukunft. Und manchmal nervt es manchmal ein bisschen, wenn die Leute sagen, wir haben eine Not, wir haben eine Not. Und dann muss ich sagen, offenbar ist die Schweiz nach wie vor so attraktiv, dass 80'000 Leute jedes Jahr in die Schweiz kommen. Not hätte ich, wenn jedes Jahr 80'000 würden gehen. Wenn wir da wären und müssen sagen, die Stadt Biel, Lichter löschen, Winterthur, Lichter löschen, das wäre die Not. Also die Schweiz als Standort insgesamt ist super attraktiv. Rundum ist es weniger attraktiv. Das heisst nicht, dass es keinen Stau gibt, aber die wollen lieber da leben und da arbeiten als an einem anderen Ort. Jetzt der Kanton Bern ist eben noch interessant, wenn man die Bevölkerung auseinander nimmt, kann man drei Sachen anschauen. Man kann schauen, was die Geburtenziffer macht. Und da muss ich sagen, gibt es natürlich schon ein bisschen Nachholbedarf. Ihr seht dort, die Covid-Zeit, diese Geburtenziffer, also recht oben runtergekommen. Also da fehlen ein bisschen Kinder, ich sage es jetzt ein bisschen pointiert. Und auf der anderen Seite haben wir auch die Situation, dass aus dem Kanton Bern es immer wieder Leute gibt, die das Gefühl haben, sie müssen den Kanton Bern zu verlassen, was ich eigentlich einen kleinen Skandal finde. Ich habe das gemacht vor 30 Jahren, ich habe das Gefühl, das macht man nicht mehr. Aber ihr seht es da, also wir haben weniger Kinder und dann gehen noch ein paar. Und jetzt kann man sagen, von wo kommt das Wachstum? Das Wachstum kommt natürlich von der internationalen Zuwanderung, die wir hier haben. Und das muss man schon wissen. Wenn wir nicht mehr so attraktiv wären, die braucht es einfach mehr Kinder.
oder mehr Berner, die aus dem Aargau oder aus Zürich wieder zurückkommen, um den Markt ein bisschen zu stabilisieren. Und das wäre schon ein Anliegen. Der mit den Kindern ist jetzt nicht mein Job, da hat es Jüngere, die nachziehen könnten. Gut, das nehmen wir jetzt zurück. Jetzt, wenn wir noch ein bisschen auf die Wirtschaft schauen, du hast es vorhin gesagt, etwas, was natürlich schon sensationell ist, wenn ich sehe, wie robust der Arbeitsmarkt ist. Da werden Jobs geschaffen. Und nicht nur Jobs werden geschaffen, es werden auch Leute gesucht. Also wenn ihr heute über Land fahren, musst du nicht einmal über Land fahren. Suche Lehrer, suche Pfleger, suche IT, suche alles. Also das ist enorm, was wir suchen. Und da muss ich euch sagen, wenn ihr einen Sanitär sucht und es hat 9 andere, die das auch suchen, dann wird einfach der Sanitär teurer. Und das wird auch zur Inflation führen. Und ChatGPT, OpenAI, ersetzt im Fall den Sanitär nicht. Das kann ich euch sagen. Du kannst lange eingeben, wo ist mein Sanitär? Da kommt nichts Gescheites raus. Also wir haben einfach zu wenig von diesen Leuten für all die Jobs, die wir zu vergeben haben. Immer mehr Leute, die pensioniert werden, und es kommen weniger Hunger nachher. Von dem her kann man sagen, wir haben eine starke Attraktivität, wir haben Jobs, wir haben eine Konjunktur, die immer noch nicht schlecht läuft und das stützt den Markt ganz bestimmt. Wenn man ein bisschen voran schaut, ich bin jetzt nicht der Prophet, das ist, muss ich sagen, wenn es uns schlecht geht, denke ich, geht es den Leuten rundherum sicher noch schlechter. Also solange es uns besser geht als denen rundherum, fließt das Wasser zu uns. Und der Boden ist begrenzt. Wir können nicht beliebig wo bauen, wir wollen nicht im Wald bauen, wir wollen nicht einzonen. Von dem her glaube ich nicht, dass Bern wird untergehen. Schon nur, wenn ich auf das schöne Bild schaue, bin ich eigentlich recht zuversichtlich. Das klingt gut. Merci vielmals, Donato, für die wiederum pointierten und spannenden Sachen. Wann zügelst du zurück auf Bern in diesem Fall? Hey, das Kinderteil hast du abgeschlossen. Das Herz habe ich schon lange da, aber die Schulden habe ich eben. Vielleicht gibt es ja täglich noch mal eine Fahrt Richtung Bern. Merci vielmals für das. Weiterhin recht viele Fragen sind reingekommen. Vielleicht habe ich es verpasst, aber die Frage ist auch reingekommen. Du hast es gezeigt. Wir haben verschiedene Faktoren, die gut spielen, oder? Wir haben höhere Zuwanderung aus dem Ausland, wir haben geringere Bautätigkeit. Du hast dort vor allem die Zahlen gezeigt mit Einfamilienhäusern. Mehrfamilienhäuser, Wohnbaugenossenschaften, all das ist schon noch erwähnt worden. Wie sieht es dort aus? Ja, ich kann vielleicht etwas sagen. Viele Leute sagen, ja, wieso werden nicht mehr Mehrfamilienhäuser bauen? Ja, mit einem typischen Mehrfamilienhaus haben wir eine Nettorendite von etwa 3%. Und wenn du natürlich jetzt einen Kredit brauchst und 3% zahlst, ja, du verdienst 3 und zahlst 3. Und dann müsst einfach mehr reinkommen oder mehr für den Boden müsstest zahlen. Und das heisst was? Das heisst, der Bagger der fährt dann schon wieder auf, wenn die Miete aufgehen oder wenn die Bodenpreise oben runterkommen. Und die kommen aktuell noch nicht runter, weil die Leute, die Boden haben, wenn die nicht müssen verkaufen, wieso soll ich meinen Boden jetzt verkaufen? Das ist ja so etwas Rares. Also von dem her, für mich ist die Zinswende der Hauptgrund, wieso die Bauindustrie aktuell auf der Bremse ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich ein riesen Thema. Alle reden von Wohnungsnot. Wir reden jetzt eher von Wohnungsknappheit und weniger von Not. Und das kommt jetzt dazu. Also die Leute wollen Wohnungen und auf der anderen Seite bauen wir weniger. Und das führt einfach dazu, dass wir auf politischer Ebene, bin ich überzeugt, noch jenste tolle und weniger tolle Vorschläge werden hören bis zu den Wahlen. Und nachher wird es dann wieder ein bisschen vernünftiger. Aber zusammengefasst kann man sagen, die Leute wollen hier leben. Bauen ist schwieriger. Verdichten reden jeder davon, aber was von seinen Hütten ist, wollte ich nicht. Und wir haben kürzlich gerade einen Kollegen habe ich gefragt, du, wie lange hast du jetzt gehabt, bis du deine Wohnung gebaut hast? Dann sagt er, vom Anfang bis zum Schluss 12 Jahre. Und dann sage ich, wir sind einfach schneller auf dem Mars, als der seine Wohnung gebaut hat. Und das ist einfach ein Witz, vor allem im heutigen Umfeld. Also, bei dem, was ich sagen will, ist, der Boden ist begrenzt, die Nachfrage ist gross, ist 3% Zins hoch? Nein, du musst ja 4 bis 5 können zahlen. Also von dem her stützt das den Markt. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir da einen Crash werden haben, der irgendwie ins Bodenlose würde gehen. Sicher nicht. Aber die Nervosität, das haben wir auch schon gesagt, Marcel, die ist nicht angebracht. Schnell, wenn man es wirklich schaut, was wir hören, oder? Auch gerade im Vertrieb, im direkten Kontakt mit Kundinnen und Kunden, deckt sich das Bild jetzt auch so ein bisschen, was du aus den Regionen hörst, von dem, was jetzt der Donato gerade erzählt hat?
Ja, das deckt sich sicher. Ja. Also im Eigenheimbereich spüren wir das gleich. Es ist jetzt nicht eine riesige Nervosität. Oder die Leute müssen auch nicht Angst haben, dass sie jetzt das Eigenheim nicht mehr tragen können. Wenn das mal sollte der Fall sein sollte und plötzlich viel Liegenschaft auf dem Markt kommt, das hat natürlich, da spielt auch der Angebot und Nachfrage, dann hätte das einen Einfluss. Da sind wir heute nicht so weit. Das ist im Ausland, im Europäischen, aber auch in den USA sind sie mit natürlich auf einem deutlich höheren Zinsniveau in einer anderen Situation. Und dort sehen wir auch, dass die Preise zum Teil deutlich oben runterkommen. Ja. Aber in der Schweiz auf dem heutigen Niveau, und Noemi hat gesagt, wir gehen nicht davon aus, dass das noch massiv weiter rauf wird, gehen wir davon aus, dass sich das seitwärts wird bewegen. Ja, genau. Aber die grossen Wachstumsraten jetzt in den Immobilienpreisen, die sehen wir auch für einen gewissen Moment nicht mehr. Ja. Ja. Man muss auch sehen, dass viele von den Indizes eine gewisse Zeitlag Timelage haben. Und von dem her erwarten wir auch nicht, dass es so wird aufgehen, das auf keinen Fall. Auf der anderen Seite muss ich sagen, in der Schweiz, das haben wir schon in der letzten Immobilienkrise gesehen, die von 1990 bis 1998, dass die Familienhäuser vielleicht 10% korrigiert. Was wirklich korrigiert hat, sind die Anlageobjekte, die überteuert worden sind, gekauft worden sind. Und da haben wir eine Korrektur. Also es zahlt heute niemand mehr eine Bruttorendite von 1,6%. Das macht keinen Sinn. Da kann ich auch Pfandbrief kaufen, von was da oben ist. Also dort hat die Korrektur schon stattgefunden. Man sieht es einfach noch nicht so in den Zahlen. Genau, zeitlich dort verzögert. Du hast noch etwas ergänzen? Ja, wie du vorhin gesagt hast, gerade bei den Renditenobjekten, wenn dort heute Zinsen bei 2-3% sind, um eine Netto-Rendite erzielen, also die noch bleibt, von 2-3%. Das heisst natürlich, der Investor schlägt das auf die Zinsen auf und der rechnet heute, dass er eben vielleicht 5% müsste können erwirtschaften aus dieser Liegenschaft. Und wir nennen das dann den Kapitalisierungssatz, entsprechend weiter oben ist, kann man das umrechnen, dann kommt am Schluss ein tieferer Wert für die Liegenschaft, ein tieferer Ertragswert, ein tieferer Kaufpreis raus. Das ist vielleicht bei den Neubauobjekten anders, weil da kann man nicht einfach den Preis oben abnehmen, aber auf den bestehenden Liegenschaften, da gibt es sicher einen gewissen Druck. Ja. Was wir auch festgestellt haben, jetzt haben wir viel mehr, auch schon darüber geredet, all die Thematik Nachhaltigkeit, CO2. Jetzt gibt es viele Kunden, die unbedingt eine saubere Badwanne wollen und ESG-konform sind. Und natürlich sagen, weg mit diesen Liegenschaften. Und ich denke zum Teil zu starken Abschlägen. Weil sie einfach sagen, das muss raus. Und dann gibt es einen starken Abschlag. Und ich denke, das wird sich dann wieder einpendeln. Mhm. Also wer heute mutig ist, ich denke, der könnte heute auch Liegenschaften kaufen, die einen starken Abschlag haben. Er muss einfach die sanieren, das kostet ja. Aber nicht jeder Eigentümer hat Nerven und Zeit, das zu machen. Von dem her gibt es dort eine gewisse Bereinigung. Und so günstig ist das Geld auch nicht mehr, wenn man es dann gleich vor der Bank muss haben, für gewisse Renovationen und Investitionen zu machen. Also, absolut. Aber da muss ich auch sagen, wir haben es schon erwähnt, also zum Glück ist es nicht mehr so günstig. Mhm. Weil wenn etwas billig ist, dann machen wir einfach alles, was wir sonst würden vielleicht nicht machen. Mhm. Und wir haben es mal gesagt, Warren Buffett hat ja gesagt, du merkst erst, wenn du das Wasser runterlässt, wer ohne Badhose badet. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben. Und das merkst du hier auch. Du merkst erst, wenn der Zins aufgeht, was ein gutes Immobilienprojekt ist. Und da bin ich überzeugt, dass ihr als Zuschauer ja alles Top-Objekt habt, das das Problem nicht hat, wenn man das Wasser rauslassen würde. Genau, wir probieren es zumindest in die Richtung zu beraten. Stichwort Amortisation ist auch gefallen. Wir haben gesagt, Zinsen steigen, man hat das Interesse, die Schulden möglichst tief zu behalten, amortisieren. Kurz ein paar Worte zu dem von eurer Seite. Was macht dort wirklich Sinn? Es ist auch noch eine spannende Überlegung. Es gibt das auch in anderen Ländern, wenn man sagt, ja, warum muss man eigentlich erst am Schluss amortisieren? Warum macht man es nicht auf einer regelmäßigen Basis? Dass man sagt, man tut irgendwie monatlich, quartalsweise, fast wie ein Leasing, die Amortisation macht, eben um genau die ein bisschen, zu forcieren, zu fördern, die eben vielleicht nicht so sparfüchsig sind wie jetzt der Donato hier. Und das Geld nicht auf die Seite legen, wo sie jetzt mit einem tiefen Zinssatz hat. Wie seht ihr das? Wie stark pushen wir auch, dass wir eben die Amortisationen wirklich souverän machen? Also, da haben wir aber regelmässige Amortisation. Also, alle, die eine zweite Hypothek haben, also über zwei Drittel von der Hypothek, mehr als zwei Drittel vom Wert der Liegenschaft ausmacht, dann sind wir auch verpflichtet, eine Amortisation einzuverlangen vom Kunden, sodass die Hypothek innerhalb von einer nützlichen Frist mindestens eben auf die zwei Drittel, auf die erste Hypothek oben runterkommt. Dann ist die Frage, soll man weiter amortisieren? Der Donato hat vorhin gesagt, unbedingt. Ich würde das nicht einfach so pauschal sagen. Ich würde
würde dort immer unbedingt individuell die Situation mit dem Kunden anschauen. Für das haben wir unsere Finanzcoaches, die da sind. Also das spielt sicher eine Rolle, eben, wie hoch ist die Hypothek im Verhältnis zu der Liegenschaft. Wie wird die Einkommenssituation vielleicht gerade auf Pensionierung her, wird sich das verändern? Wie wird die Tragbarkeit dann aussehen? Und dann ist auch die Frage von den Alternativen. Was könnte man machen, statt zu amortisieren? Die Frage hat sich auch bei mir beispielsweise gestellt. Ich habe noch eine Lücke in der Pensionskasse, habe mich dafür entschieden, mit der Frau zusammen natürlich, dass wir lieber das Loch in der, also das Loch, einfach die Möglichkeit in der Pensionskasse noch nutzen, die Rendite aus dem raus, mit der Steuersparnis und so weiter, ist jetzt für uns dort die bessere Variante gewesen, weder die Hypothek noch weiter zu amortisieren. Darum würde ich nicht einfach pauschal sagen, amortisieren. Auch gerade für ältere Leute, wenn du da amortisierst, am Schluss vom Leben denkst, Freunde, jetzt habe ich eine Hütte ohne Schulden, aber selber habe ich dann nicht gelebt. Mhm. Also von dem her, das muss man anschauen. Wir sagen jetzt einfach, du musst auf die 65% runter, die Bank sagt, und das macht doch Sinn. Ja, genau. Und generell, oder, Thema Amortisation ist schon etwas, das die Leute sehr stark bewegt. Ich glaube, Amortisation macht auch Sinn, gerade wenn man ein bisschen damit rechnen muss, dass es mit der Tragbarkeit vielleicht ein bisschen heikel wird. Oder? Also die 5%, das hat jede Bank normalerweise, also wo man dort ein bisschen konservativer ja gerechnet hat. Und wenn man sich auf das sich ausrichtet und weiss, es wird ein bisschen schwierig, dann macht es natürlich Sinn, zu amortisieren und weniger Geld müssen nehmen. Aber das ist natürlich etwas, was wir als Bank mit dem Kunden nicht erst, zum Beispiel auf Pensionierung her, ist ja vielfach so, dass das Einkommen ein bisschen zurückkommt, wo wir dann nicht erst mit 65 mit dem Kunden anschauen, was passiert, jetzt hast du weniger Einkommen, jetzt gehen die 5% nicht mehr auf, sondern das ist etwas, was man frühzeitig, eigentlich schon beim Kauf der Liegenschaft, wenn der Käufer nicht vielleicht erst 25 ist, wo man schon dann anschauen, wie sieht das später aus. Und vielfach geistert die Oma, vielleicht kann man diesen Punkt auch noch aufgreifen, dass Leute im Pensionierungsalter keine Hypothek mehr bekommen von einer Bank. Das ist nicht so. Also das ist so ein bisschen am Stammtisch, heisst das halbe. Ob jetzt jemand pensioniert ist oder nicht pensioniert ist, da gelten für uns genau die gleichen Regeln. Heisst, Belehnung muss in einem Verhältnis sein, Tragbarkeit muss gegeben sein. Aber wir geben sehr gerne einem 70-jährigen Ehepaar nach wie vor sehr gerne eine Hypothek, wie die Parameter eingehalten werden können. Also, es gibt nicht irgendeine Seniorenstrafe darauf. Ich nehme das gerade noch auf. Rentner, Senioren, quasi, das ist ein Segment. Es ist im Vorfeld auch eine Frage reingekommen. Die Lebensumstände können sich ändern, gerade bei einer Scheidung. Auch, oder? Und dann ist natürlich das Thema Tragbarkeit auch. Wie kulant sind wir da? Welche Faktoren schauen wir dort an, wenn es zu so einem Fall kommt? Ja, das ist eigentlich fast das grösste Risiko, das wir alle haben. Wenn es zwei Verdiener und plötzlich geht ein Einkommen weg, wird vielleicht mit Aliment zum Teil kompensiert. Und dann geht es wieder darum zu schauen, ist die Liegenschaft für die Kundin, für den Kunden auch weiterhin tragbar. Es ist sicher nicht so, dass wir gerade irgendwie die Hypothek künden. Wichtig ist, dass die Hypothek nach wie vor der Zins gezahlt werden kann. Und dann helfen wir dort und schauen immer für gute Lösungen. Mhm. Manchmal ist aber dann halt vielleicht die richtige Lösung, den Kind plötzlich noch ausziehen, dass man dann schaut, dass jetzt vielleicht das grosse Einfamilienhaus vielleicht jetzt für eine Person halt auch nicht mehr das Richtige ist. Ja. Mhm. Aber da gilt es wieder, mit dem Kunden zusammen die Situation anzuschauen. Ja. Stichwort Referenzzinssatz. Das ist etwas, das haben wir jetzt die letzte Mal nicht intensiv diskutiert, weil einfach das noch nicht so akut war. Jetzt haben wir die Anpassung gehabt. Einerseits gibt es Fragen von natürlich Vermieter, die Immobilien haben. Was kann ich dort jetzt machen? Andererseits aber natürlich auch die Mieterinnen und Mieter, die jetzt mit einer Erhöhung rechnen müssen. Donato, ganz kurz, ist es nachvollziehbar und wie schmerzhaft wird es noch für Mieterinnen und Mieter in der Schweiz? Also mal bei den Mietern, wo der Eigentümer vorher die Senkung, wo es keine Senkung hat gegeben, die müssen so nicht Angst haben, dass es jetzt aufgeht. Aber dort, wo natürlich der Mieter eine Senkung verlangt hat, der geht es jetzt auf. Und was heisst auf? Es heisst einfach, pro Schritt, wo der Satz macht, ist es etwa 3%. Und dann kommt noch ein bisschen Inflation dazu und das muss man dann genau rechnen. Und jetzt kann man natürlich sagen, es ist dramatisch, aber wenn ich denke, auf der anderen Seite, der Hauseigentümer, der hat natürlich eine Zunahme gehabt von seinen Kosten, nicht von 3%. Der hat zum Teil eine Verdoppelung von seinen Hypothekarkosten. Also einfach das so ein bisschen zum Positionieren. Und was man muss sagen, dass das Gros der Schweizer gibt weniger aus als 25% von ihrem Einkommen fürs Mieten und fürs Wohnen.
Und das war schon vor 100 Jahren so. Es gibt einfach ein Segment, etwa ein Fünftel der Leute, die ärmeren Leute, die haben richtig Schwierigkeiten. Die, die ein Haushaltseinkommen haben, unter 5'000 Franken. Aber nicht alle durchs Band. Und da gibt es sicher andere Lösungen als irgendwelche Giesskannenvorschläge, die da rumgeistern. Also, wir haben Freude gehabt, wenn es runter ist. Und dass man jetzt weniger Freude hat, wenn es rauf geht, das verstehe ich. Vor allem in einem Land von Mietern. Aber ich glaube, wenn man es ein bisschen in die Relation setzt und sich bewusst ist, dass der Hauseigentümer eben einen starken Anstieg hatte von seinen Kosten, dann kann man einfach sagen, Inflation macht, dass es für alle teurer wird, egal ob Hauseigentümer oder Mieter. Wir bleiben schnell bei den Kosten. Noemi, wir haben an dieser Stelle an anderen Immobilienanlässen online auch schon darüber geredet, vor allem vor einem Jahr, wo es sehr ein akutes Thema war, nachhaltig sanieren, weil eben gerade die Energiepreise extrem gestiegen sind. Wie sieht die Situation jetzt aus? Also der Mieter, Mieterin muss vielleicht damit rechnen, dass der Mietzins steigt. Auf der anderen Seite, im Moment haben wir auch gemerkt, die Energiepreise zum Teil, Gas, Öl, ist günstiger, aber wie siehst du dort gerade so ein bisschen die nähere Zukunft bei den Energiepreisen? Ja, also die Energiemangellage ist ja ausgeblieben. Also, das hat man abwenden. Die Gasspeicher in Deutschland die sind relativ gut gefüllt. Wir haben in Frankreich die AKWs, die grösstenteils die Revisionen überstanden haben. Also, wir haben eigentlich schon eine Entlastung auf dem Energiemarkt. Das sieht man. Und ich habe gerade noch die Preise angeschaut, also die Strompreise. Wir sind dort auf dem Spotmarkt. Also das heisst, das, was ich mit täglich eindecken kann, sind wir nur noch leicht über dem Preis, den wir waren, bevor es die Krise angefangen hat. Aber die Terminmärkte sind schon noch erhöht. Also dort ist man noch nicht ganz auf dem gleichen Niveau. Vielleicht wird das auch ein bisschen so bleiben, weil wir haben natürlich schon die Problematik, dass Strom wird immer mehr nachgefragt. Und in der Produktion des Stroms sind wir natürlich zu einem gewissen Mass mit dieser ganzen mit dem Klimawandel, Energieanpassungen, sind wir natürlich dort vom Angebotsseite eher ein bisschen am Nachrüsten. Wir gehen davon aus, dass die Energiepreise etwa 20-30% höher werden bleiben, sei das für Hauseigentümer, aber natürlich auch für Mieter, weil die es jetzt bei der Stromrechnung auch schon gesehen haben. Die ist ja heute schon 30% durchschnittlich höher. Von dem her, dort sehen wir ja, in diesem Rahmen, dass sich das in diesem Rahmen wird weiter bewegen, in diesem Jahr sicherlich noch. Was natürlich auch ist, wir haben vorhin diskutiert, Preise für zum Beispiel Solarpanel oder Wärmepumpen, die sind natürlich auch gestiegen, weil die Nachfrage auch gestiegen ist. Also das heisst natürlich, ja, die Umstellung kostet natürlich nachher auch entsprechend etwas. Also dort haben wir schon noch etwas, das ein bisschen drauf, auf den Eigentümer natürlich könnte zukommen, wenn er die Anpassungen würde machen würde. Mit den langen Wartefristen, die sie, glaube ich, teilweise in diesen Projekten auch haben. Ich muss auch noch sagen, eins ist ja das Rechnerische, wo man sagt, jetzt rechnet sich. Das andere ist ja, dass wir das CO2 irgendwie oben abholen. Das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Und da muss ich sagen, da sagen viele, na ja, ich kann nicht die Welt retten. Aber wenn ihr heute mit den Jungen redet, die an der ETH studieren, dann seht ihr ganz viele Produkte, die wir als Schweiz werden können anbieten können für andere Länder. Und das könnte doch auch ein Exportschlager sein, dass wir Technologien haben, die andere auch brauchen, um die Ziele zu erreichen. Unabhängig davon, ob wir da einen riesen Beitrag haben. Ich sehe es einfach auch als Businesspotenzial. Und von dem her lohnt es sich manchmal, mit den Jungen zu reden. Dann ist man gerade wieder zuversichtlich. Ich glaube ganz generell, oder? Es ist ja eine Businessfrage auch, aber es ist auch eine Haltungsfrage. Und ich glaube, wir als BKB haben uns dort natürlich auch mit der Nachhaltigkeit, mit dem Unterschreiben von der Net Zero Alliance auch verpflichtet, eben genau das, was in unseren Produkten zu machen, weil wir einfach auch sehen, es ist eine Haltungsfrage. Ich glaube, dort, ja, auch wenn man sagt, wenn rechnet sich, ich glaube, dort investieren in eine nachhaltige Sache ist, glaube ich, nie falsch. Vor allem nicht in ein Haus oder in eine Immobilie, wo man weiss, von dem will man auch ein bisschen lange etwas machen. Das seid ihr natürlich Vorbilder, ich bin erst am Aufholen, aber ich komme. Sehr gut. Mit Blick auf die Zeit sehe ich, die Stunde ist schon fast um. Wie üblich würde ich gerne mit einer ganz kurzen Runde durch, kurze Fragen, kurze Antworten abschließen. Noemi, ich fange bei dir an. Die Zinsen sinken frühestens wann? 2028. 28? Also im grossen Mass, würde ich jetzt mal sagen. Okay, das ist jetzt mal eine Ansage. Donato, wohnen in der Schweiz heute mieten oder kaufen?
Ich habe beides. Die Schweiz ist sensationell, der Kanton Bern Fakt. Also von dem her, ich würde es nicht gegeneinander ausspielen. Man muss nicht gerade verkaufen zum Mieten. Nein, die können hier als Mieter ein guter Kunde sein von der KB. Das ist genau so. Marcel, letztes Wort von dir. Was ist so ein bisschen du bist ja schon sehr lange im Geschäft und du hast Kunden betreut über eine lange Zeit. Hast schon einiges gesehen, auch gerade an Zinsentwicklungen. Was ist, gerade auch du als Immobilienbesitzer, was ist der beste Tipp, den du wirklich einem Kunden, einer Kundin kannst geben in dieser Situation, in der wir jetzt sind? Bezüglich Zinssituation, meinst du? Ja, bezüglich Immobilienbesitzer, an was muss er jetzt denken? Ja, ich würde wirklich zusammen mit dem Finanzcoach von der BKB schauen, was ist für die individuelle Person, für mich als Kunde, was ist die richtige Lösung auch bezüglich Hypothekarprodukt? Ist es eine Saron-Hypothek, wo ich vielleicht flexibel bleiben will, habe vielleicht eine Erbschaft, wo in Aussicht ist, wo Geld wird reinkommen, das ich dann nutzen möchte. Dann mache ich vielleicht nicht gerade eine 10-jährige Festhypothek. Wenn ich aber ruhig schlafe und sicher sein, tue ich vielleicht eben längerfristig anbinden, auch jetzt bei 2-3%, wenn die Norm sagt, bis 2028 geht sie nicht davon aus, dass Zinsen runtergehen. Ich sehe das auch so. Ich habe jetzt kürzlich eine Hypothek um 5 Jahre verlängert, die Tranche. Also es ist individuell, wo man das anschauen muss. Und das würde ich empfehlen. Wunderbar. Besten Dank. Und ich würde sagen, ja, wir haben es gesagt, die Grosswetterlage ist herbstlicher als auch schon. Das kann man, glaube ich, sagen. Trotzdem, Nervosität und Dramatik ist sicher faul am Platz. Auch gerade mit Blick auf das Ausland, was wir in anderen Ländern sehen. Ich glaube, haben wir hier in der Schweiz nach wie vor eine Situation, die wir sicher gut können handeln. Ich danke meinen Gästen. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei gewesen bei diesem Immobilienanlass. Wir haben nicht ganz alle Fragen können beantworten. Wir haben probiert, alle möglichen Themen, die sie reinkommen, zumindest anzureissen. Wenn ihr noch Fragen habt, selbstverständlich jederzeit auf den Finanzcoach zugehen. Meldet euch, wir klären das gerne. Klären, auch gerade vor allem, wenn es individuelle Fragen sind, individuelle Themen, die ihr gerne diskutiert haben. Das machen wir sehr gerne. Damit sind wir am Schluss dieser Veranstaltung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt profitiert, ihr habt etwas gelernt und Inspiration bekommen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen. Danke für das Interesse, für die spannenden Fragen, für den Austausch hier am Tisch und gerne bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.